2:1, Wolfgang Funk, 69. Minute. Oh, innerhalb von 6 Minuten haben wir das Spiel gedreht. Der erste FC Union Berlin im Pokalhalbfinale. Das gab es in der Geschichte unseres Vereins seit 1966 nicht so oft. Wir schauen zurück auf die K.O.-Spiele von 1968, 86 und 91. Das erste Pokalhalbfinale überhaupt findet 1968 statt. Nur der Weg dahin war schon für die Mannschaft etwas ganz Besonderes. Na, für uns war jedes Pokalspiel, was wir gewonnen haben und damit eine Runde weitergekommen sind, war für uns schon immer ein kleiner Erfolg. Weil wir waren ja nicht erfolgsverwöhnt. In der Oberliga haben wir meistens immer gegen den Abstieg gekämpft. Und dort im Pokal sind wir mal über uns hinausgewachsen. Über sich hinausgewachsen ist das Team dann auch im Halbfinale gegen Vorwärts Berlin. Als krasser Außenseiter gegen den damaligen Rekordmeister im Stadtduell. Vorwärts ist kurz vor Halbzeit 1:0 in Führung gegangen und wir konnten dann in der, glaube ich, in der 64. Minute konnte ich dann durch ein Kopfballtor den Ausgleich erzielen und Wolfgang Wruck hat ebenfalls noch durch ein Kopfballtor das 2:1 gemacht, wo wir dann sozusagen das Endspiel erreicht hatten. Was für meine Begriffe ein Punkt war in meiner Karriere, den ich nie vergessen werde, da ich da mein einziges und entscheidende Kopfballtor gemacht habe. Na, da können Sie sich vorstellen, wie die Freude groß war, wir im Europapokal. Das war natürlich, da träumt ja jeder Spieler von. Weil der Finalgegner Jena als Meister schon für den Europapokal qualifiziert war, hat Union die internationale Teilnahme schon vor dem Finale sicher. Aber die Mannschaft von 68 qualifiziert sich nicht nur für Europa, sondern holt auch noch den größten Titel der Vereinsgeschichte. Im Halbfinale 1986 hat Union den Vorjahressieger und Rekordhalter Dynamo Dresden vor der Brust. Man ist also wieder mal krasser Außenseiter. Die Mannschaft aus diesem Jahr hat aber ganz besondere Qualitäten. Wir hatten Jütemund, wir hatten ja viele neue Spieler gekriegt von damals Dynamo. Die haben bombig reingepasst bei uns mit Stresser und mit Seier. Und ja, wir waren eine gute Mannschaft. In der Abwehr sowie wie vorne auch. Also, wir waren deutlich stärker als die Jahre davor, muss ich sagen. Mit der Zeit hat sich auch so ein Team entwickelt, wo jeder wusste, was er eben kann in der Mannschaft. Also das hat schon sehr gut funktioniert und ich sag mal auch, wir haben uns auf dem Platz sehr gut verstanden, auch denke ich mal auch privat, das spielt ja auch immer noch eine Rolle. Damals war es wirklich so, dass das war, also wie ich damals hieß, ein super Kollektiv zu dieser Zeit. Ne? Und dann kann man auch solche Erfolge nur erreichen. Gegen Matthias Sammer, Ulf Kirsten, Dixi Dörner und Co. geht man mit einer 1:2 Heimniederlage ins Rückspiel in Sachsen. Was dann in Dresden passiert, ist eines der spannendsten und emotionalsten Spiele der Vereinsgeschichte. Der Fernsehbericht und auch der Siegtorschütze René Unglaube spiegeln das damals ein bisschen nüchterner wider. Im heutigen zweiten Pokal-Halbfinal-Rückspiel Dynamo Dresden gegen Union Berlin konnten die Gastgeber durch diesen Elfmeter zeitig in Führung gehen. Ungewollter Torschütze zum Ausgleich war der Dresdner Hans-Jürgen Dörner. Über weite Phasen des Spiels waren die Dresdner spielbestimmend. Gegen Ende kamen die Gäste sehr stark auf, erzielten innerhalb kurzer Zeit 3 Tore und erreichten so nach einer 2:1 Heimniederlage unerwartet das Finale. René Unglaube zum Endstand 4:3 für den 1. FC Union, der damit Finalgegner des 1. FC Lok Leipzig ist. René Unglaube, war das wichtigste Tor für Sie bei Union? Also auf alle Fälle war es das wichtigste Tor gewesen und natürlich auch das schönste für mich zurzeit. Und wir freuen uns alle riesig. Können Sie die Situation noch mal nachvollziehen? Sie kamen ja ziemlich frei zum Kopfstoß. Also Ralf Strasser setzt sich auf der linken Seite durch, spielt seinen Gegenspieler aus. Ich spekuliere, laufe entgegen. Mein Gegenspieler Leonard bleibt stehen. Und so kam ich ziemlich frei zum Kopfball. Das bringt Sie ja einem Stammplatz recht nahe hier bei Union. Das ist für Sie die erste Saison, ja? Ja. Ja, ich hoffe, auch wenn die Verletzten wieder alle fit sind, dass ich weiterhin zur ersten Elf gehöre. Im Finale spielt man gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig. Der ist an diesem Tag aber eine Nummer zu groß.
Die Saison 90-91 ist von der Wiedervereinigung geprägt und von der Zusammenlegung der ost- und westdeutschen Fußballligen. Der FDGB-Pokal heißt jetzt NOFV-Pokal und Union kommt wieder ins Halbfinale. Die sportlichen Vorzeichen sind aber die gleichen. Man spielt als unterklassige Mannschaft und Außenseiter gegen den Eisenhüttenstädter FC Stahl. Im Fernsehbericht scheinen aber andere Dinge eine größere Rolle zu spielen als die sportliche Ausgangssituation. Im Moment wird bei Fußballspielen die Frage nach Ausschreitungen oft eher gestellt als die nach dem Resultat. Um die verneinen zu können, wird allerorten schon lange vor dem Anpfiff abgesperrt, gesichert und kontrolliert. Im Bus dieser Berliner Fans wurde nichts Anrüchiges gefunden. Vielleicht hatte er ein paar Büchsen Bier zu viel geladen. Wie denken die Union-Anhänger denn nun eigentlich über derartige Kontrollen schon vor der Stadt? Nach den letzten Dingern, die sie gemacht haben, ich finde das jetzt auch ein bisschen beschissen oder was, weil die jetzt Kollegen untersuchen oder was, die überhaupt nichts gemacht haben oder was, ja. Ja, ich hab nichts zu sagen. Ich hab nur zu sagen, damit das abzuscheißen ist hier. Wir stecken. Kontrollen. Nein, eigene Stehen. Ich bin nur in Ordnung und Sicherheit. Wir von uns rausholen. Aber ich bin dafür. Okay, ich bin dafür. Wir haben die ganze Zeit nichts gemacht. Nichts überhaupt nicht gemacht haben. Ne? Die holen sie raus. Ausweis, danke, Meierle. Feier. Kannst du weiterhin oder was? Peng. Die Wuhlheider wollten ihre Fans nicht enttäuschen, begannen schwungvoll. Erste Chance durch Wruck schon in der ersten Minute, dann diese hier durch Thomas Greter nach 5 Minuten. So hatte Werner Vogt sich das vorher wohl auch vorgestellt. Union hat die meisten Tore geschossen in der Liga Staffel A. Eisenhüttenstadt die wenigsten kassiert in der Nordostoberliga. Wie gedenken Sie denn nun, in diesem Spiel, wo man ja Gefahr läuft, ins offene Messer zu rennen, diese Abwehr zu knacken? Na, es geht pari pari geht zu, wird sicherlich schon sein. Wir wollen hier einen offensiven Fußball anbieten. Ist ja auch wichtig, die Bestandsortbestimmung für uns, dann um die Relegationsrunde erfolgreich zu überstehen. Und wir bauen auf die Steigerungsfähigkeit einzelner Spieler. Etwa eine Viertelstunde lang ging sein Konzept auch sehr gut auf. Dann aber stellte der Führungstreffer der Gastgeber den Spielverlauf auf den Kopf. Frank Bartz kurz entschlossen nach schöner Vorlage von Axel Wittke, der vor der Begegnung Angriffsfußball versprochen hatte. Ja, das werden wir sehen. Ich meine, von der Taktik wird sich sicherlich gegenüber das Sonnenspiel gegen Hansa Rostock nichts ändern. Aber wir werden versuchen, den 1. FC Union, da das ja für uns ein Heimspiel ist, unter Druck zu setzen. Und ich hoffe, dass sie hinten einige Fehler machen, damit wir dann sozusagen zu den Torchancen kommen. Stahl wollte mehr. Ausgangspunkt wieder Wittke. Ein Schuss von Richard. Und Lisa gedankenschnell. Werner Vogt natürlich ärgerlich. Die Prominenz auf der Tribüne aufmerksam von Heinz Werner, Karl Trautmann und Harald Irmscher bis hin zu Georg Buschner. Die Union-Fans aufgebracht. Allein Carsten Schulz hätte Henrik Lieser dreimal bezwingen können, aber er traf nicht. Und immer wieder welche auf den Rängen oder auf den Zäunen, denen ein sauberer Fußball gelinde gesagt hinten vorbeigeht, die ihr wahres Gesicht verstecken und dennoch zeigen. Union war die spielbestimmende Mannschaft, nur war da am Gehäuse der Eisenhüttenstädter ein großartig aufgelegter Bodo Rudvaleit. Es waren bereits 90 Minuten gespielt, die Partie war entschieden, als Thorsten Richard noch auf 2:0 erhöhte. Eisenhüttenstadt erstmals in einem Pokalfinale, dementsprechend der Jubel auch bei Co-Trainer Klaus-Dieter Helbig und Chefcoach Günther Reintke. Günther Reintke, Sekunden nach dem Abpfiff, Gratulation, hätten Sie gedacht, dass es solch eine Zitterpartie werden würde? Wir hätten es natürlich gedacht, aber Union war ein guter Gegner für uns, starker Gegner. Wir haben unter unserer Form gespielt, aber insgesamt natürlich bin ich hochzufrieden mit dem Ergebnis, mit der Leistung der Mannschaft nicht. Sie hat physisch an ihrer Grenze gespielt, weil sie sehen, dass die Kraft weg war. Es gab kleine Rangeleien und Prügeleien während der Begegnung im Großen und Ganzen, aber blieb es ruhig, um die Antwort auf die anfangs gestellte Frage hinten anzustellen. 10 Jahre später, 2001, kommt der 1. FC Union Berlin wieder ins Pokal-Halbfinale. Aber das ist eine eigene Geschichte.